So, den nehmen wir jetzt einmal ganz kurz mit. So, jetzt einmal ein bisschen kleiner machen. Ich darf ihn nicht durchsuchen. RIP. Nun, das ist nicht gut. Achso, liegt sein Kram jetzt da auf dem Boden? Zumindest seine Waffe. Da ist nichts. Da sehe ich auch niemanden. Ich höre wieder ein Auto, glaube ich. Diese Paranoia, ne? Auto, 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 Auto. Meint jemand, erkennt das Blut da auf dem Boden? Nee, ne? Das ist gelber Sand. Ganz, ganz definitiv. Okay. Ich bin gerade sehr angespannt wegen den Autos. Like, holy fuck. Oh fuck, da ist ein Dude! Alles easy. Ja. Alles easy. Ist wie früher auf Wanderung, wenn der letzte viel blöd Auto zu brüllen. Guck mal, der hat den Klappspaten sogar dabei. Dass ich ihn nicht hier über die Wand hinweg, ne, töten und dann rüberziehen kann, finde ich ein bisschen schade. Das wär cool. Aber jetzt können wir uns vielleicht so ein bisschen das Gegnerdesign mal angucken. Okay, also ist das ein Scharfschütze? Ja, ne? Ist ein guter Scharfschütze hier auf dem Boden. So, da hinten patrouilliert ein Dude, ne? Ja. Der würde dann die Leiche finden, würde ich ihn hier umbringen. Ich bin auch noch ewig weit von dem Scharfschützennest entfernt, ne, wenn man sich das hier mal so anguckt. Ich müsste nicht diese Extralänge gehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich hätte einfach infiltrieren können, sagen können, fuck den Suchscheinwerfer. Aber nein, anscheinend bin ich Mörderer und will alles und jeden vernichtet haben auf der Map. Ja, der würde ihn einfach umhauen, nicht schatten. Guckt sich erstmal das Design an. Ja, da hinten ist ein Dude. Der könnte ihn entdecken, wenn ich Pech hab. Kann ich hier hoch? Kann ich, aber da oben scheint kein Geräuschemacher zu sein. Gott, irgendjemand ist hier gerade richtig am Asthmaanfall haben. Oder er hat gerade Spaß mit sich selbst in dem Zelt. Happy Birthday to you. Ein Zelt für ein Zelt. Okay, haben wir uns um die drei Stooges gekümmert. Ich meine, ich bin froh, dass sie so laut atmen. Sind sie leichter für mich zu erkennen? Sind wir mal ganz ehrlich. Ne, die schlafen, die machen ein Nickerchen. Der macht ein Nickerchen in seinem Pipi-Beutel. Nicht Beutel. Eimer. Ich habe an Bucket gedacht. So, wir haben eine Granate bekommen. Ich brauche ein bisschen Munition eigentlich. Schauen wir uns mal die Zelte hier an. Vielleicht haben wir hier ein, zwei Collectibles. Ich weiß nicht ganz genau, was sie mir bringen, die Collectibles, aber sie existieren. Das schaut aus wie Munition. Nice, Valorant-Munition. Das ist sogar sehr gut, dass ich dann hier reingegangen bin. Ein Verbandskasten, das ist auch nicht schlecht. Für wenn ich mal Upsis mache. Hier haben wir eine Karte, dass wir die Karte nicht mitnehmen oder sowas.
Oh, der eine Typ bekommt nur einen Klappspaten und hier ist ein richtiger. Was für ein Kackverein ist denn das? Die so, ja, nee, muss ja einen Klappspaten nutzen, sorry. Haben kein Geld für einen richtigen und dann verstecken die den richtigen einfach hinten im Zelt. Und die Schaufel aus Witcher steht da auch rum. Die würde ich ganz gerne mitnehmen. Okay. Hier habe ich leider keinen Lautmacher, sonst könnte ich... Von hier aus wäre so ziemlich die einzige Möglichkeit, den auszuschalten. Außer ich schaffe es irgendwie von hinten anzuschleichen. Und ihn dann mit der Weltrod... Ja, ja, nicht zu sehen. Du. Von hinten zu erschießen. Ich glaube, das wäre auch so mein erster Versuch. Ich meine, wir suchen jetzt immer das Scharfschützennest, was hier irgendwo sein soll. Hinter diesem Zeltnest. Nestzelt. Und dann gucken wir, was wir da schießen. Weil der hat da links und rechts Anti-Scharfschützen, ne? Der hat ja Wellholz. Ich dachte, das wäre Wellblech. Aber nee, der hat sogar richtiges Holz bekommen. Wobei ich mich frage, ob dieses Wellblech nicht doch vielleicht ein besserer Schutz wäre. Wir sollten nicht mit den lautesten Gewehren aller Zeiten rumrennen. Ja, auch hier da oben ein warmes Feuerchen und ein gefüllter Magen. Vergiss es, die Deutschen lassen uns nicht rein. Es sei denn, es gibt Ärger. Weißt du, die Deutschen sind sogar in diesem Spiel einfach Ärsche gegenüber ihren Verbündeten. Okay. Ihr seid jetzt minimal nervig. Ihr möchtet nicht zufällig woanders hingehen. Ich habe ja nicht zufällig auch einen anderen Weg darum, ne? Doch, ich kann... Leroy Jenkins. Nee, wir versuchen es mal sneaky. Goddammit, ich muss diesen Befehl aus dem Nightpod rausnehmen. Zum Geburtstag. Viel Glück! Zum Geburtstag. Viel Glück! Zum Geburtstag. Alles Liebe. Zum Geburtstag. Viel Glück. So. Shit, fuck. Ich komme hier hoch übrigens. Habe ich heute Geburtstag? Nee. Ich weiß nicht warum. Der eine hat gerade irgendwas gesummt und mein Kopf hat einfach direkt zum Geburtstag viel Glück draus gemacht. So, damit haben wir den... Oh Gott, jetzt flammt das Ding auch noch. Ist das jetzt Flammkuchen geworden? Da hinten sitzt ein Dude. Wie viele habe ich gerade markiert? 4. Warte, warum hast du 2? Was bist du für einer? Achso, ist das ein Schnieper? Da hinten ist noch was rumgelaufen. Da, ich sehe deinen Kopf doch. Zack. Hush, little baby, don't say a word. Shut it yet, youth is silent bird. Ach, stimmt. Ach, da ist nochmal ein Lautstärkemacher. Aber das ist so ein Umweg. So, jetzt gehen wir von hinten an die Leute in dem Scharfschützennest ran. Oder vor dem Scharfschützennest. Okay. Jetzt muss ich mit äußerster Präzision
in schnellem Handeln versuchen, die beiden umzubringen. Warum hast du noch was raus? Du bist tot! Hallo? Nicht reden, wenn du tot bist! Danke. Entschuldigung, ich bin tot. Oh, sorry. Ich wusste nicht, dass wir mit diesem Regelset spielen. Tut mir leid. Arsch. Oh, da sind zwei Dudes. Oh shit, der eine kommt direkt auf mich zu. Ich habe hier aber keinen Geräuschemacher. Oh, warte. Nein, oh nein. Oh, ich hätte den ganzen Umweg nicht gehen müssen. Ich habe die Leiter nicht gesehen. Ah, oh, Schabernack. Aber ich habe hier keinen Geräuschemacher. Ich weiß nicht, warum ich ein Scharfschützennest bekommen soll ohne Geräuschemacher. Ist doch Humbug. So, aha, jetzt kannst du von hier aus Scharfschützen nennen. Ohne Deckung. Ach, da hängt sogar noch eine Waffe. Ich meine, ich kann es versuchen. Ach, da hinten ist der Sturm. Cool. Jetzt nutzen wir mal die Leiter hier runter. Die Leiter ist aber auch ziemlich dunkel, du. Da haben sie Wandtablett für genommen. Ja, was ist denn jetzt meine Alternative? Also ich habe jetzt hier das Scharfschützennest gefunden. Ich hätte da hinten noch das Scharfschützennest. Ne? Ich habe ja gesehen, da, das sind die Leute, die ich noch markiert habe. Wollen wir das Scharfschützennest einfach verwenden? Das wäre halt trotz alledem eine dumme Idee. Ich habe halt da hinten Geräusche gemacht, aber das war es auch. Ich meine, ich muss ja nicht alle töten, ne? Ich muss ja nur einen Weg in das Vorhof finden. Würde es mir das, die Mission später leichter machen? Na, weil ich werde höchstwahrscheinlich gleich im Vor... Ah, oh, ein Scharfschütze! Na, schnell kommt alle rein und dann kommen halt die Leute rein. Würde es mir das dann einfacher machen, oder wie? Wobei ich schon gerne Scharfschützenlist hätte, muss ich sagen. Einfach nur für die Erfahrung. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal da hinten hin. Wir haben ja den Alternativweg, glaube ich, gesehen und der schien ja okay zu sein. Außerdem habe ich mir hier den Weg so ziemlich frei gewellroddet. Ne, und ich sehe so ziemlich auch alle Gegner auf diesem Weg. Müllverstärkung kommt eh. Ja, davon gehe ich aus, dass Verstärkung definitiv kommt. Aber halt die Frage, ob es von Interesse ist, wie viele Leute ich dann hier schon vorher entfernt habe. So. Ich finde es auch schön, dass denen das voll egal ist, dass der Suchscheinwerfer kaputt gegangen ist. Ja. Ah, hat Pascal wieder einen schlechten Job gemacht, du. Ich bin nicht in Kill-Reichweite mit der Waffe. Es ist nicht Kill-Percent, noch immer nicht. Komm, wir machen uns jetzt einfach ein bisschen Spaß hier draus. Okay. Landminen, nice. Munition, nice. Und eine Webley Mark IV. Ich glaube, das ist ein Revolver, ne? Ja, wir müssen Leute weiden. Nimm die zweitlauteste Waffe der Existenz einfach mit. Revolver. Ist halt deutsche Qualität. Die denken sich da nicht viel... Die Tele guckt ja an, wie die parken. Und eine Beule hast du nicht geparkt. Shh.
Okay. Durchdacht. Ja, habe ich mir gut, gut durchdacht. Ich bin einfach gelaufen, in der Hoffnung, ihn töten zu können. Nice. Noch mehr Velrod-Munition. Oh, ich höre Auto, 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 Auto. Schnell aus der Sichtweite raus. Tschüss, Auto. Brumm, brumm, mein... Ne? Psst. Okay. Gut, den erwischt. Ne, der macht auch nur ein Nickerchen. Ist ein harter Job, du. Dass die Leute sich so ein bisschen ausruhen möchten und ein bisschen schlafen möchten, kann ich nur verstehen. Wo sollen denn die ganzen Kriegstagebücher sein als Collectibles? Was zum Feudel? Ach, da ist die MP40. Wäre vielleicht wirklich nicht so doof, die mitzunehmen, weil ich halt relativ viel MP40-Kram bekommen würde. Aber wir haben unsere Thompson dabei. Noch keinen Schuss draus gefeuert. Ah! Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, da wird irgendwas blinken. Achso, ich habe Spielkarten gefunden. Aha. Okay. Soll ich gleich noch finden? Die große C von Mutter Therese, oder was? Jedem Dude so lange den C abschnibbeln, bis ich den richtigen gefunden habe. So. Ganz vorsichtig. Na, auf der Hauptstraße hier ist jetzt nicht mehr viel los. Ich höre halt einen Motor. Achso, ich glaube, das ist der Generator. Generaltor. So, das ist das letzte Scharfschützennest. Und der sogar mit einem Soundmaker. Ich habe so Angst, dass jetzt einfach irgend so ein fucking Auto herkommt. Shit, fuck, shit, fuck. Potrebbe non essere niente, ma... L'abbiamo chiuso in un angolo! Riesco a vedere! Jetzt kommt da wirklich so ein fucking Auto in der Sekunde! Oh no! Ich glaube, ich kann die da hinten damit erschießen, oder? Nee. Warte, was bringt mir das jetzt? So ziemlich gar nichts, ne? Weil ich schon alles in diese Richtung getötet habe. Ja. Super. Licht ausschießen. Ich glaube, das kann ich nicht ausschießen. Nope. Ich werde auch gerade voll gesehen. Das Spiel so, jupp. Jeder sieht dich. Du bist gerade der schlechteste Assassine, den man sich vorstellen kann. Also gut, das hat mir jetzt legitim wirklich nichts gebracht. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht zumindest da hinten hochschießen könnte. Nope, da ist ein Trails im Weg. Du kannst das Auto sprengen. Ja, aber da sind halt Dudes drin und das wäre halt relativ... Ich habe jetzt gerade ein bisschen Sorge. Ich warte einfach bis zum nächsten Auto. So. Wohin wollte ich jetzt mit dem Gedanken? Die würden mich halt sehen und dann würde trotz alledem alles alarmiert werden. Außer ich habe eine. Welche Taste war für mein Rad? Da. Ist Mine. Anti-Infanterie-Mine. Ich hätte eine Landmine. Die ich nutzen könnte. Bist du übrigens nachgeladen? Ja, die Kakano ist nachgeladen. Also ich kann da eine Landmine hinplatzieren. Ich habe halt wirklich Sorge, da runter zu gehen. Naja. Ich habe jetzt gespeichert. Sollte denn Dinge schlecht laufen? Wie benutze ich das jetzt noch eins? F. Und dann gehen wir jetzt ganz gemütlich hier entlang. Na, und das nächste Auto, was da entlang fährt, kriegt halt eine kleine Mine mit. Das klingt nach Spaß. Ich glaube, ich höre da schon ein Auto.
Ja. Ich hab... Oh, RIP. Ach, no. Jetzt habe ich die halbe Map auf mich aufmerksam gemacht mit diesem einen kleinen Play. Gut. So, hier ist ein Generator. In der Nähe. Ab jetzt bleibt es so Piu Piu. Versuch gerade in die Nähe eines geräuschüberdeckenden Dingens zu laufen. Come on! Come on! Come on! Langsame Sau, ey. Stehen die hinter den Burgmauern? Müssen wohl. War cool. Ja, ne? Der ist jetzt da hinten hingelaufen, so. Hm. Ja, das ist ein explodiertes Auto. Hm. Und nun? Hm. Geht jetzt zurück oder geht jetzt patrouillieren? Riecht er mich jetzt? Okay. Er ist so. Hm. Ja, das Auto ist kaputt. Okay, wohin rennt er jetzt? Ach, jetzt geht er wieder. Er so, ne, ist nur ein explodiertes Auto, nichts Neues. Gut, kannst du noch ein bisschen langsamer laufen? Er so, ist wohl ein Auto explodiert. Muss der Stahl wohl wieder nicht gut gewesen sein? Naja. Macht jetzt nicht seine Zigarettenpause drauf. Achso, er ist über eine Wand geklettert. So, jetzt muss ich noch einmal den nächsten abwarten und dann kann ich ihn erschießen. Die Deutschen und ihre Karren, Mann, diese Qualität. Shit. Und es hat niemand gesehen, das war ein One-Shot-Kill. Drei Leute sehe ich noch. Mehr habe ich, glaube ich, auch nicht. Ja, ich habe nur noch eine aktive Markierung. Gut, dann gehen wir da jetzt hoch und kümmern uns eben um diese drei Leute. Da oben ist noch ein Suchschänder. Achso, da sind noch einige Suchschänder. Achso, das sind welche, die nach Flugzeugen Ausschau halten. Aus Angst, dass es einmal piu 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 Bomben regnet. Weil Bomben auch definitiv piu 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 als Geräusch machen. Das ist ein winziges Zeitfenster für einen Headshot. Ich meine, ich habe ja quasi schon einen Schummel, eine Schummelmöglichkeit. Einfach indem ich die Luftanhaltung dieses Diamantchen bekomme dafür. So ist ja nicht. Aber ja, ich hätte besser zielen müssen. Ist schon wahr. Ist schon die Wahrheit, nicht als die Wahrheit. Ich könnte hier nochmal eine Landmine platzieren, einfach um Punkte zu farmen. Okay, da ist ein Dude vor mir. Bin auf der Velrod. Da war ein Dude vor mir. So, eine Granate nehme ich immer gerne mit. Ey Baby, du bist eine Granate, ey du. Okay, hier ist nichts mehr. Und dann muss ich jetzt den Weg da hinauf. In der Hoffnung, nicht drauf zu gehen. Ich könnte auch den alternativen Weg gehen, da an dem anderen Schneeperer vorbei. Machen wir das mal? Ja, komm, wir gehen an dem anderen Schneeperer vorbei. In der Hoffnung, dass er uns nicht wahrnimmt. So, kannst du dich umdrehen? Okay, da sind Sand. Achso, da ist noch ein anderer Dude.
Okay, ihr wisst, was das bedeutet. Bedeutet, dass ich mich einmal sehr geschickt um zwei Dudes kümmern muss. Il nemico è qui. Auf dem Tisch, da liegt was Interessantes. Okay. Caracano gegen Caracano. Achso, ich glaube, ich habe gerade ein italienisches Gewehr dann. Ein italienischer Oberst macht hier bald Station. Ich sollte ihn willkommen heißen. Töte den Offizier, wenn er am Fort vorbeifährt. Wann? Was? Hä? 173 Meter. Ach so, okay, gut. Dann gehen wir jetzt einmal das machen. Ich habe hier noch ein, zwei Landminen. Ach so. 320 Meter. Das Ding kommt näher. Oh, oh. Kannst du da nicht rüber? Ach. 200 Meter. Da muss ich wohl jetzt mal meine Position preisgeben, anscheinend.